Was ist connected? Ah, okay. Oh, the resolution is different. Could you help me? No, it's the right one. Is it the for right the one? It's the right one, yes. Mm-hmm. Ah, okay, now it's working. Hi, good afternoon. Leider kein Mikrofon. Okay, once again. Good afternoon. Einen schönen guten Nachmittag. Ich bin Hajime Narukawa. Und wie viele von Ihnen bin ich Designer und Architekt. Als Architekt befasse ich mich mit perspektivischem Zeichnen als Projektionsmethode. Wir als Designer verwenden solche Zeichnungen zur Beschreibung eines dreidimensionalen Objektes auf einem flachen, rechteckigen Papier. Ich habe mich immer für die Projektionsmethode interessiert und ich habe eine originelle Projektionsmethode entwickelt, mit deren Hilfe man eine neue Weltkarte zeichnen kann. Ich möchte Ihnen jetzt kurz diese Weltkarte vorstellen. Beginnen wir mit dem Globus. Sehen wir uns an, wo wir uns befinden. Können Sie sich orten? Wir sind in Linz. Ungefähr da. Ja? Stimmt nicht ganz. Ja, habe ich es jetzt richtig getroffen? Gut. Es gibt da nicht eine Stelle, wo die Erde endet und wo ein Wasserfall und Drachen sich befinden, wie man noch vor 500 Jahren glaubte. Wir haben zwei Tools, um unsere Erde wahrzunehmen, einen Globus und eine zweidimensionale Weltkarte. Ein Globus kann uns Japan in der richtigen Größe zeigen. Japan, ein kleines Land, Eurasien, riesengroß. Und wir sehen da auch die Entfernungen und Richtungen etwa von Linz nach Tokio. Ein Globus zeigt alle Größen, Formen und Distanzen korrekt an. Aber ein Globus hat auch Beschränkungen. Er kann uns nicht auf einem einzigen Bild eine Gesamtansicht der Erde liefern. Also wenn Sie Eurasien sich ansehen, sehen Sie die Vereinigten Staaten nicht. Und daher haben die Menschen eine zweidimensionale Weltkarte erfunden. Und diese Weltkarte, die wir verwenden, gibt uns aber nicht immer ein klares, präzises Bild unseres Planeten. Sehen wir uns zwei ältere Kunstwerke an und anhand dieser will ich erklären, warum ich eine neue Weltkarte entwickelt habe. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es keine perfekte Lösung gibt, wenn wir ein sphärisches Bild auf einem zweidimensionalen Papier wiedergeben wollen. Es gibt immer Verzerrungen in allen Weltkarten. In der langen Geschichte der Kartografie ist die Mercator-Projektion ein frühes Beispiel, das wir seit 440 Jahren kennen. Eine Darstellung auf Papier. Sie sollte den Seefahrern zu großen Entdeckungen verhelfen. Die erste Herausforderung für eine Weltkarte ist einmal die Distanz, die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten aufzuzeigen. Das ist eine Kurve. Ein Flug von Tokio nach Brasilien zum Beispiel über Houston wird angezeigt als Kurve. Wir fliegen von Tokio zuerst von West nach Ost und dann schwenken wir ab und fliegen von Norden nach Süden. Zweitens kann eine Weltkarte die Polarregionen nicht korrekt darstellen.
Grönland zum Beispiel sieht größer aus als Australien. Grönland ist zwar die größte Insel, aber natürlich viel kleiner als Australien. Aber hier sieht Grönland größer aus als Australien, sogar größer als Afrika. Und das stimmt nicht. Es ist schwierig, die Form der Antarktis hier zu bestimmen. Auch hier sehen wir eine Verzerrung. Die Antarktis ist zwar groß, aber nicht so groß wie hier dargestellt. Hier eine Karte von Buckminster Fuller aus dem Jahr 1946. Sie ist weitaus präziser als die Mercator-Karte. Diese Dimaxion-Karte gibt Größen und Formen der Kontinente richtig wieder. Es sollen die Formen aller Kontinente ungebrochen wiedergegeben werden, aber die Darstellung der Ozeane ist keine kontinuierliche. Hier gibt es Unterbrechungen. Das sind zwei Beispiele und ich habe festgestellt, dass alle bestehenden Karten entweder Verzerrungen enthalten, wenn also eine sphärische Gestalt in zweidimensionale Form umgewandelt wird, beziehungsweise wenn man hier versucht, das Ganze in eine rechteckige, in ein rechteckiges Format einzupassen. Die Frage, die ich mir stellte, war, können wir eine bessere Karte schaffen als die Mercator-Karte und können wir Verzerrungen wie bei der Dimaxion-Karte minimieren? Ich zeige Ihnen, welche Antwort ich auf diese Herausforderung gefunden habe. Hier haben wir die Erde. Ich habe die Oberfläche in 96 dreieckförmige Streifen unterteilt. Das sind die weißen Linien. Die Sphäre, die Kugelform, wird umgewandelt in ein Tetrahedron, also eine dreiseitige Pyramide mit dreieckförmiger Grundfläche. Die kleinen Dreiecke werden dann auf dieses Tetrahedron projiziert und die gekrümmten Oberflächen werden abgeflacht, sodass ein Tetrahedron entsteht. Wir bekommen dann eine rechteckige Weltkarte, indem wir dieses Tetrahedron aufschneiden, so wie es hier dargestellt ist. Und das Ganze passt dann in einen 9x16 Monitor. Und hier gibt es in dieser Karte keine Lücken, keine Überschneidungen. Das erreichen wir dadurch, dass wir die Karte um 180 Grad drehen. Man bekommt damit ein Muster wie auf einem Bild von Escher. Und aus diesem Muster kann man dann eine andere Weltkarte herstellen. Man sieht 6 Kontinente ohne Unterbrechung und der Betrachter kann neue Weltkarten erzeugen, etwa aus der Sicht Brasiliens. Man kann auch die Form verändern. Man kann die Antarktis etwa als Mittelpunkt wählen. Oder aber man kann hier das Rechteck drehen, rotieren und als Mittelpunkt die USA oder sagen wir Südafrika wählen. Auf diese Weise kann der Betrachter seine Sicht des Planeten und seine Verbindung einbringen. Diese Methode bietet größere Präzision, etwa bei der Darstellung von Grönland. Hier haben Sie Grönland. Grönland. Und Grönland ist natürlich kleiner als Australien. Deutlich kleiner als Australien. Und Sie können auch die Größe und die Form der Antarktis sehen.
Und wir sehen auch auf einen Blick, warum Houston auf dem Weg von Tokio nach Brasilien liegt. Also Houston liegt auf dem Weg, wenn Sie von Tokio nach Brasilien wollen. Daher landen dort die Flugzeuge zwischen. Ich sollte auch erwähnen, dass so wie alle zweidimensionalen Karten die Autograph-Karte nicht perfekt oder vollkommen ist. Es gibt da noch einige Herausforderungen. Für diese Version habe ich die Größengenauigkeit optimiert und dann die Verzerrungen in den Formen und in den Winkeln möglichst reduziert. Wenn Sie sich die Karte genau ansehen, dann sehen Sie noch einige Verzerrungen. Können Sie die entdecken? Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Ah, Sie haben die richtige Antwort. Sie sind aus Südamerika. Tja, einer meiner Freunde aus Brasilien hat mich darauf hingewiesen, dass Brasilien da nicht so spitz ausläuft, wie hier dargestellt. Diese Autograph-Karte ist also nicht perfekt. Aber ich habe die Verzerrungen möglichst weiß reduziert. Sie sind gleichmäßig verteilt. Und eine solche Projektion zeigt dann, dass das Ganze wie ein sehr komplexes Spinnennetz aussieht. Diese Autograph-Karte zeigt auch die Kontinentalverschiebung. Die Kontinente haben sich ja verschoben und die Autograph-Karte zeigt die Verzerrungen gleichmäßig verteilt, im Gegensatz zur Mercator-Karte oder ähnlichen Karten, wo diese Bewegungen, diese Verschiebungen um die Pole herum größer aussehen. Hier eine Animation. Sie zeigt die Kontinentalverschiebung in den letzten 650 Millionen Jahren auf der Grundlage von Daten des Paläogeographen Ron Blakey. Sie müssen genau hinsehen. Hier etwa haben Sie Indien, es trennt sich von der Antarktis, von Madagaskar und treibt hinein in den eurasischen Kontinent. Dadurch entstand das Himalaya-Gebirge. Man kann hier also wirklich diese Entwicklungen visualisieren. Vor langer Zeit war man der Auffassung, dass die Welt eine unbegrenzt große Ebene sei. Die Geometrie einer Sphäre, einer Kugel und einer unbegrenzten Ebene sind ähnlich. Wir erreichen nie ein Ende. Die Autograph-Karte reproduziert eine sphärische Welt ohne Ende auf einer Ebene. Zweidimensional. Und die Autograph-Karte gibt uns eine neue Perspektive. Wir können die Welt unabhängig von unseren früheren Wahrnehmungen, etwa Norden oder ferner Osten, sehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder von uns diese Autograph-Karte erlebt und seine eigene Perspektive entdeckt. Das ist die Geopalette. Es ist ein Online-Kartenarchiv von der Miraikan-Gruppe. Ein paar Beispiele. Miraikan hat hunderte statistische und geografische Daten von der Erde zusammengetragen und sie visualisiert. Und Sie können hunderte dieser Themenkarten durchsehen, etwa eine Weltkarte,
auf der Grundlage von Satellitenbildern, eine Karte der Internetbenutzer, eine Karte, die die Verteilung von CO2 zeigt. Oder aber man kann den Grad der Alphabetisierung auch visualisieren, mithilfe von Autograph. Man kann hier unterschiedliche Themen wählen und auf verschiedene Weise darstellen. Man kann die Transparenz und auch die Farbe verändern. Und man kann mehrere Karten übereinander legen und somit eine eigene, einzigartige Karte produzieren. Das ist vielleicht ein dummes Beispiel, aber man kann sich ansehen, wie es aussieht mit der Beziehung zwischen Glück, Alphabetisierungsrate, durchschnittlicher Lebensdauer, Arbeitslosenziffern und sagen wir, also hier durchschnittliche Lebensdauer und sagen wir mit der Scheidungsrate. Man kann diese Themenkarten für diese Bezugswerte übereinander legen, kann selbst die Farbpalette auswählen. Also orange bedeutet, dass etwa ein Land sich in einem besseren Zustand befindet. Man kann eigene Kommentare einfügen und die eigene Sicht der Welt einbringen und natürlich auch Feedback von anderen Benutzern einholen. Man kann natürlich auch den Mittelpunkt ändern und verschieben. Man kann auf Europa zoomen und sich etwa die Details für Österreich holen. Österreich, orange, das heißt, ja, die Zufriedenheit, der Glücksgrad ist hoch. Ich habe da orange gewählt. Orange steht zwar für die Niederlande, aber vielleicht sollte ich also die Farbe ändern. Man kann auch das Bild verkleinern, kann das Bild rotieren und die Welt aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Winkel mit einem neuen Zentrum betrachten. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, Ihre Welt zu entdecken, indem Sie eine neue Sicht des Planeten gewinnen. Sie können auch draußen mit GeoPalette spielen. Wenn Sie Zeit haben, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns dort draußen im Gang in der Ausstellungshalle bei GeoPalette besuchen und wir werden uns mit Ihnen gerne darüber nach dem Symposium unterhalten. Meine Kollegen und ich haben morgen auch eine Präsentation im Deep Space. Da kann ich Ihnen dann weitere Beispiele von dieser Autograph-Weltkarte zeigen. Vielen Dank.